Steile Küsten, weißer Sand. Die Luft salzig und frisch. Seefahrer und Handelsorte. Backsteinstädte. Einst reich und mächtig. Zwischen den Belten und Bodden der Ostseeküste. Das Land an der deutschen Ostsee, mal ungebändigt, schroff, dem Meer und seiner Natur überlassen. Dahinter friedlich, eine sanfte Kulturlandschaft, seit Jahrhunderten genutzt wie Wind und Meer von den Menschen dieser Küste. Das Leben, eng an die Ostsee gebunden, sind Traditionen und Kultur gewachsen. In einer Region, die schon zu Kaisers Zeiten als besonders galt. Ihren Geschichten folgend beginnt eine spannende Reise. Über Wasser und Land, entlang der Küste Vorpommerns. Das erste Ziel ist Stralsund, die alte Hansestadt. Von dort führt die Reise nach Rügen, mit Abstechern zum Kap Arkona, den Kreidefelsen und zum Seebad Binz. Weiter an der Insel Film vorbei, durch den Bodden nach Greifswald. Und schließlich über den Peenestrom binnenwärts zur Sonneninsel Usedom. Mit ihren drei Kaiserbädern Bansin, Albeck und Heringsdorf. Kurz vor der polnischen Grenze. Eine Reise durch eine der abwechslungsreichsten Landschaften Deutschlands. Gerrit Rümpler und sein Vater Wilhelm kommen aus Nordfriesland. Waschechte Nordseesegler. So weit ostwärts auf dem Baltischen Meer waren sie mit ihrem Boot, der Johanna von Amrum, noch nie unterwegs. Kurs Stralsund liegt an. Wie eine Insel liegt die Altstadt am Strelasund, der Meerenge zwischen Festland und Rügen. Als Mitglied der Hanse war Stralsund eine der bedeutendsten Städte im Ostseeraum. Hier wurden Pelze, Vieh und Erze umgeschlagen, was der Stadt Reichtum brachte und einen Bauboom auslöste. Gut erhalten gehört der Altstadtkern heute zum UNESCO-Welterbe. In schönster Backsteingotik das Rathaus. Vor mehr als 700 Jahren als Kaufhaus erbaut. Mit 40 Läden und Räumen für den Stadtrat und das Gericht. Ein Durchgang führt direkt zur Kirche der Ratsleute. Auch in ihr wurde Markt gehalten. Nur während der Messe durften die Kaufleute ihr Vieh nicht durch die Kirche treiben. Über 800 Baudenkmale und fast alles Backsteinhäuser. Denn nach dem großen Stadtbrand 1271 durfte nicht mehr mit Holz gebaut werden. Das ist eines der ältesten Häuser. Hier handelte und wohnte ein Kaufmann samt Familie und Gesinde. Schon als Kind wollte Josef Witschisk dieses Haus haben. Und als er es kaufte, war die Fassade das kleinste Problem. So wie das auf den Fotos hier ist, habe ich es übernommen, 1971. Von einem Vorgänger, der angefangen hat, nach einem halben Jahr das Handtuch geschmissen hat. Wenn man sowas gesehen hätte und sich richtig Gedanken gemacht hätte, hätte man weglaufen müssen.
Ich hatte Steine aus dem Abriss, Balken, Bretter, Türen, Beschläge. Das kam hauptsächlich aus dem Abriss. In diesem Haus stecken Materialien von ca. 100 Häusern. Und rangefahren mit der Schubkarre und dem Handwagen. Man nannte mich dann spaßenshalber den wilden Verrückten aus der Frankenstraße. Spaßenshalber, sonst wäre ich böse geworden. Nach 25 Jahren Schufterei war das Dielenhaus fast wieder, wie es mal war. Mit hölzernem Aufzugsrad und Speicherböden. Und ganz nebenbei hatte den Bauherrn eine neue Leidenschaft gepackt. Das Backsteinsammeln. Die Steine wurden erst in Holzform angefertigt, reingepatscht, sagt man. Diese Holzform nennt man eine Patsche. Dann werden sie rausgetragen, luftgetrocknet, 3 bis 7 Wochen. Und dann kommen sie ins Feuer, wo sie gebacken werden. Aber durch das Backen im Feuer ist dann der Begriff Backstein entstanden. Jeder Einzelne steht für eine Geschichte, manche Jahrhunderte alt. Dieser Stein kommt aus Brügge, wurden auf den Segelschiffen mitgebracht als Ballast. Und dann in anderen Hansestädten, wenn sie die verkaufen konnten, verkauft. Ist auch 15. Jahrhundert. Mit Signaturen, Fuß- und Fingerabdrücken oder speziell geformt. Das ist ein sogenannter Turmbiberschwanz. Man kann es an der Dicke sehen. Und auch als Abrechnungsziegel genutzt durch die Kerben hier. Jeder Strich 50 Ziegel. Hier auch. Und dann im Jahrhundert, der letzte Ziegel im Jahrhundert, hat dann der Ziegler den so verschönt. Wurde aber auch noch auf Dächern eingebaut. 1699. Über 450 besondere Steine hat Josef Witschitzk angeschleppt. Also das meiste ist Stralsund, aber auch wenn ich außerhalb gearbeitet habe oder mal eine Stadt besuche, gucke ich auf Schutthaufen. Wenn da ein historischer Stein ist, den nehme ich mit. Der Backsteinsammler hält seine Türen offen. Zu gern erzählt er vom Leben damals in diesem Haus, in dieser Stadt und von gebackenen Steinen. Auch dieses Haus hat ein Privatmann vorm Verfall gerettet. Ein Quereinsteiger. Henry Rasmus, gelernter Marinetechniker. Doch die Wende hatte ihm den Job geraubt. Und dann überlegt man ja, was machst du jetzt? Und da habe ich gesagt, ich mache einfach einen Fischleinlauf. Wo meine Kollegen gesagt haben, jetzt hackt's wohl bei dir. Und ja, wie gesagt, ein Stadthaus hier gekauft. In meiner Arbeitslosenzeit habe ich das selber ausgebaut. Ja, und dann war ich irgendwann in 97 war ich dann Fischhändler. Und zwar der Einzige, der den echten Bismarck-Hering macht. Erfunden vom Stralsunder Konservenfabrikanten Wiechmann. Der soll sich vom eisernen Kanzler selbst untertänigst die Erlaubnis für den Namen geholt haben. Lorbeer, Pfeffer, Piment und Zwiebeln kommen rein. Und Hering, möglichst aus der Ostsee. Und dann die Garlake. Gekocht wie das Original in diesen Konserven. Das Geheimrezept dafür hat der frischgebackene Fischhändler von den Urenkelinnen des alten Fabrikanten bekommen. Abends angerufen, die schickten das Rezept hin, ich soll den Hering einlegen, sie haben den Hering eingelegt. Und wenn beides gleich schmeckt, haben die gesagt, dann kriegen sie das Rezept. Und so ist es auch passiert, wir waren gut, wir haben das so hingekriegt und seitdem haben wir das Rezept. Also das weiß bloß ich und ich rühre sie auch selber an, das wissen nicht mal meine Verkäuferin. Und ja, so erstmal wird es so bleiben. Beim Familientreffen der Bismarcks ist er immer dabei. Mit seinem Fisch, den auch andere Prominenz zu schätzen weiß. ...1936. Segel setzen auf der ersten Gorch Fock. 240 Mann Besatzung, 180 von ihnen Kadetten. 6 Jahre lang ist der Dreimaster der Stolz der Kriegsmarine. Ihr Schulschiff. Bis zum Zweiten Weltkrieg. Kadetten sind auf diesem Schiff nur noch Geister der Vergangenheit. Denn es liegt fest verteut als Museumsschiff in seinem alten Heimathafen Stralsund. Das Schiff war hier zum Ende des Zweiten Weltkriegs stationiert
und hat hier noch bis in den letzten Kriegstagen Kadetten ausgebildet und ist dann von der Wehrmacht hier im Strelasund in Sichtweite hier vor der Insel Rügen versenkt worden und 1947 wieder auf Anordnung der russischen Militäradministration in Deutschland gehoben worden und war dann 1950 wieder segelfertig als Towarisch, als Segelschulschiff für die Sowjetunion. Und als man das Schiff wieder aufgebaut hat nach dem Krieg, hat man natürlich alles Material verwendet, was man hatte in dieser Materialknappheit. Unter anderem auch diesen Messingreifen, der also die Teile des Steuerrads zusammenhält eigentlich. Und den hat man umgekehrt montiert. Das heißt, unsere russischen Freunde sind also 50 Jahre lang mit dem Schiffsnamen spazieren gefahren und mit der Losung Gott mit uns. Auf der Towarisch, was Genosse heißt. Jetzt hat die Bark ihren alten Namen wieder und gehört dem Verein Tall Ship Friends. Ein Museum, das man sogar entern darf. Mit Idealismus und ehrenamtlichem Fleiß haben die Freunde ihren Windjammer vor dem Untergang bewahrt. Nun ist ihr größter Wunsch, dass es wieder segeln wird. Ein Traum für einen so alten Segler. Sie wissen es vielleicht, sie sind teuer in der Anschaffung, teuer im Unterhalt. Gebraucht wird man sie auch ganz schlecht wieder los. Aber man kann sie auch sehen, verlieben. Direkt vor Stralsund, die Insel Dänholm. Strategisch bedeutend seit dem Mittelalter als Bollwerk zum Schutz der Stadt. Oft auch besetzt von belagernden Feinden. Der kleine Hafen hat einen militärischen Ursprung. Vor knapp 200 Jahren hatten die Preußen das Zepter in Stralsund übernommen und planten den Aufbau einer eigenen Küstenflotte. In Stralsund ließen sie ihr erstes Kriegsschiff bauen. Und hier auf dem Dänholm gruben sie 1850 einen Hafen aus. Der Bootsschuppen ist noch original erhalten. Und hier begann Preußen dann seine erste Dienststelle für eine Marine, für eine zukünftige Marine zu planen und aufzurichten. Und hier entstand das Marineetablissement Dänholm. Und in diesem Marineetablissement wurde eine Flotte von ungefähr 40 Ruderkanonenboote stationiert und die dazugehörigen Kanonenboote mit Dampfantrieb. Man möchte es kaum glauben. Dies ist die Wiege der preußischen Marine. Und ihr Stützpunkt wuchs. Boots- und Kohleschuppen, Exerzier- und Wachgebäude, Magazine, Kasernen. Bis zum März 1991 war das hier immer Marinegelände. So sind auf dem Dänholm gewesen die preußische Marine, die Reichsmarine, die Kriegsmarine, die Vorläufer der Volksmarine, die Volksmarine und zum Schluss auch noch die Bundesmarine gewesen. Und nun ist hier ein Museum, in dem von allen ein wenig steckt. Die Geschichte der deutschen Marine in den jeweils herrschenden Systemen. Wir haben versucht, unpolitisch zu sein. Und das ist nicht so einfach beim Militär. Aber wir sind davon ausgegangen, dass in der jeden Epoche eine Zeit war. Und in dieser Zeit sah man das, was gerade passierte, anders. Und deshalb haben wir gesagt, in der Zeit ist das und das und das passiert, ohne dazu eine Wertung zu finden. Das Marinemuseum Dänholm auf der kleinen Insel vor Stralsund. Über den Dänholm und den Strelasund hinweg führt eine Brücke zur Insel Weltrügens. Ein Labyrinth aus Halbinseln, Lagunen und Meeresbuchten. Die Johanna segelt durch die westlichen Bodden Rügens. Bodden heißen die Lagunen an der Ostsee.
die von Nehrungen und Landzungen eingeschlossenen Gewässer. Außen, zur Ostsee hin, liegen die langen weißen Strände und die Steilküsten. Einem germanischen Stamm vor 2000 Jahren hat die Insel wohl ihren Namen zu verdanken. Den Rugiern. Nach ihnen kamen die Slawen. Auf ihre Siedlungen gehen viele Orte und deren Namen zurück. Heute ist Rügen eine Urlauberinsel. Die größte Deutschlands. Fast 10-mal größer als Sylt. Vom Meer geprägt, durchzogen von Seen und Bodden, zieht ihre Natur jedes Jahr weit über 1 Million Besucher an. Die Leuchttürme am Kap Arkona, der nördlichsten Landspitze Mecklenburg-Vorpommerns. Die Slawen hatten hier eine Burg mit einem mächtigen Ringwall. Nun droht alles ins Meer zu stürzen. In Notgrabungen versuchen die Archäologen wenigstens die Geschichte zu retten. Einer Burg, die im Zentrum der südwestlichen Ostsee stand, mit weitem Rundblick. Das heißt, wir haben eine sehr exponierte Fläche, 45 Meter über dem Meeresspiegel. Und dass das für die Slawen natürlich ein faszinierender Ort war, das kann jeder verstehen, der hier ist, der hier war. Und dieser Ort ist heilig gewesen, wahrscheinlich von Anfang an mit der slawischen Einwanderung im 9. Jahrhundert. Die Bedeutung des Ganzen stieg dann irgendwann auch an, vermutlich im 10. Jahrhundert, war es dann auch überregional bedeutend als Heiligtum. Und damals war es dann ja irgendwann ein sehr wichtiges, ein überregional wichtiges Heiligtum. Und als die Gegend umherum, um Rügen herum christlich wurde, war es dann letzten Endes auch das letzte Heiligtum im westlichen Ostseeraum. Und damit so eine gewisse Bastion des Heidentums, das bis ins 12. Jahrhundert hineinreichte. Gewidmet dem Gott Svantevit. Die Burg Arkona, ein Tempel und mehrere Gebäude nur aus Holz und Lehm gebaut. Weshalb die Grabung jetzt so mühsam ist. Nur wenig ist übrig. Fragmente von Schwertern, Schilden oder Wikingerbroschen. Kleinkram eben. Jede einzelne Münze, jedes einzelne Stück erzählt Geschichte. Und vor allem ist es nachher die Summe dieser vielen kleinen Stücke, die natürlich was aussagen. Mit den Pfeilspitzen kann ich natürlich sehen, dass wir hier vermutlich einen Überfall hatten oder mehrere Überfälle der Skandinavier, der Dänen. Wir wissen, wo diese Pfeilspitzen herkommen. Eine einzige sagt dazu nichts. Aber wenn wir jetzt über 300 haben, so wie hier, dann spricht das schon für einen doch bedeutsamen Überfall oder mehrere Überfälle des 11. Jahrhunderts, von denen wir bisher aus schriftlichen Quellen nichts wussten. Den heiligen Tempel fanden die Archäologen direkt an der überhängenden Klippe. Eine lebensgefährliche Spurensuche. Jederzeit droht ein Abrutsch. Kein Schritt ohne sicherndes Seil. Aber die Mühe lohnt sich. Also hier ist eine Perle, eine Millifiori-Perle aus Glas, die aus dem 9. Jahrhundert stammt. Und das ist ein Denar, ein Pfennig von Graf Bruno von Friesland aus dem 11. Jahrhundert. Die uns dann bei der Zeitstellung dieses Objektes helfen. Alle Funde richtig zu interpretieren, wird noch Jahrzehnte brauchen. Jetzt ist nur wichtig, so viele wie möglich zu sichern. Bevor den Archäologen hier, im wahrsten Sinne, die Geschichte ins Meer rutscht. Vom letzten Heiligtum seiner Art im westlichen Mitteleuropa. Noch sicher vom Steilufer entfernt, der Peilturm am Kap Arkona. Als Seefunkfeuer hat er längst ausgedient. Nun brennt unter seiner Kuppel ein anderes Feuer. Das Funkeln der Sonne in edlen Steinen. Niels Peters arbeitet hier an kleinen Kunstwerken, oft kombiniert mit eigenen Funden vom Ostseestrand. Also wir haben hier einige sehr interessante Fundstücke, einen Bernstein vom Strand, hier haben wir einen Donnerkeil und das ist eine Ostseekoralle. Und ich könnte mir ganz gut vorstellen, dass das in Kombination zu einem Halsschmuck gearbeitet werden kann. Vielleicht, dass man die Koralle hier in den Bernstein noch einschleift und dann wird das ein sehr schönes Schmuckstück. Sonnenschmuck,
nennt er sein Werk treffend. Im alten Marinepeilturm, der den Schiffen einst die Richtung wies, sicher um das Kap Arkona herum. Am Fuße der Steilküste Arkonas liegt das Fischerdörfchen Fit. Hier sollen schon die Slawen Handel getrieben haben. Gebaut in eine schmale Uferschlucht, kann man Fit nur per Fahrrad oder zu Fuß erreichen. Saison ist das ganze Jahr über auf Rügen. Und immer beliebter wird der Herbst. Seinetwegen. Die Insel leuchtet förmlich auf. Die Zitrone des Nordens ist reif. Der Sanddorn. Und hier, auf der Rügenhofplantage am Kap Arkona, ist Erntezeit. Aber so leicht geben die Sträucher ihre Früchte nicht her. Die Beeren direkt vom dornigen Busch abzustreifen, ist mühsam. So geht es einfacher. Der ganze Ast ist ab. Die Beeren kommen später runter. Allerdings braucht es nun 3 Jahre, bis man an diesen Sträuchern wieder ernten wird. Das Meer so nah, viel Sonne übers Jahr, dabei stets ein laues Lüftchen und milde Winter. Kein Wunder, dass der Sanddorn Rügen liebt, weil er hier prima gedeihen kann und so zum Inselfrüchtchen wurde. Ein Wahrzeichen an dieser Küste. Und in der Landschaft gibt es 2 Sachen, die prägend sind. Das ist die Kreidefelsen, Kreide, Heilkreide und viele Produkte, die daraus hergestellt werden, und Rügener Sanddorn. Vom Weiten leuchtet der orangene Sanddorn schon, und es lohnt sich schon, damit umzugehen. Und deswegen haben wir für uns entschieden, wir machen eine Sanddornplantage und verarbeiten Sanddorn. Und wenn es geht, mit den Gästen zusammen. Tatsächlich kommen Besucher eigens zur Ernte auf den Hof. Gut so, denn das ist Arbeit für richtig viele Hände. Erstmal müssen die Zweige und Blätter ab. Futzelkram, der ziemlich piekt. Aber es wird nicht unsere Lebensaufgabe. Ne, Koch? Nee. Aber die Wertschätzung steigt. Ja, auf jeden Fall. Man lernt Demut. Du mit deiner. Es ist auch, glaube ich, was anderes, wenn man ihn anfasst. Ja. Dann erlebt man etwas anders, als wenn man es nur schmeckt. Dann wird eingefroren. So nämlich lassen sich die Beeren ganz einfach vom dornigen Stock abschlagen. Und wieder aufgetaut, geht es den Früchten unter die Haut. Im Muser, der knackt auch die kleinen Kerne auf. Das Fruchtfleisch ist reich an ätherischen Ölen. Heilende Kräfte werden dem Sanddorn nachgesagt. Er soll entzündungshemmend sein und ein Erkältungskiller. Reich an Beta-Carotin und Vitamin C ist drin, um ein Vielfaches mehr als in Zitronen. Was dieses Beerenmus zu DDR-Zeiten besonders kostbar machte. Weil die DDR hatte wenig Vitamin C, also Südfrüchte waren schwierig. Und da war Sanddorn eine Alternative. Und deswegen hat man also damals schon versucht, hier oben Sanddorn zu ernten. Viele haben ihren Urlaub genommen und sich ihren Trabi verdient mit Sanddorn. Das war wirklich so. Und jetzt, in der neuen Zeit, weiß man die Frucht umso mehr zu schätzen, weil jetzt immer mehr klar wird, welche Vitaminbombe das ist. 1500 Liter sollen es dieses Jahr werden. Und daraus dann Säfte, Tees, Liköre, Marmeladen und noch viel mehr. Aus den kleinen Muntermachern der Insel. Und das ist das größte Naturschauspiel auf Rügen. Seine Kreidefelsen. Am berühmtesten der Königsstuhl im Nationalpark Jasmund.
turmhoch über dem Meer. Erosion lässt diese Küste seit Jahrtausenden schrumpfen. Gut 30 Zentimeter jedes Jahr. So wird sich auch irgendwann das Wahrzeichen Rügens, der Königsstuhl, hier in der Brandung auflösen. Die Kreide ist ein sehr weiches Sediment, welches hier durch die Witterung und durch das viele Wasser, was hier ranschlägt, ständig feucht ist, sodass man dieses Material dann zwischen den Fingern zerreiben kann. Wann und wo das nächste Mal etwas abbricht, das kann keiner vorhersehen. Und deswegen ist der Aufenthalt in diesem Bereich unterhalb der Klippen extrem gefährlich. Je frischer der Abbruch, desto weißer strahlt die Kreide. So ist letztlich das, was die Klippen schön und einzigartig macht, ihr Untergang. Die Nationalpark-Ranger haben ihr Cliff ständig im Auge, aber immer aus sicherer Entfernung. Direkt an der Uferlinie steht hier der Königsstuhl mit seinen 118 Metern Höhe als markanter Felsen. Und man sieht von dieser Stelle, wie die Erosion sich eine tiefe Rinne schon in diesen Felsen hineingenagt hat. Und das ist nur Regen, Frost und der Wind, der ihn jedes Jahr ein kleines Stückchen kleiner macht. Und irgendwann brechen dann auch einzelne Teile davon ab. Es ist auch gar nicht möglich, solches Sediment in irgendeiner Form zu sichern. Wenn man Küstenschutz in bebauten Bereichen realisiert und hier den Besuchern diese imposante natürliche Küstenlandschaft zeigt, dann ist allen gerecht geworden. Seit 1926 schon steht die Kreideküste von Jasmund unter Schutz. Im Inselinneren aber wird die Kreide abgebaut. Seit Jahrhunderten. Erst als Düngemittel und Brandkalk, später für die Zementherstellung. Heute kennt man vor allem die Rügener Heilkreide, tief abgegraben vom Grund eines Urzeitmeeres. Was eine Exkursion in den alten Kreidebruch zu einer Zeitreise macht. Es gab ein Kreidemeer vor ungefähr 68 Millionen Jahren, da wo heute Madrid und Ankara liegen. Und dort hat sich die Kreide oder die Schreibkreide als biogenes Sediment abgelagert. Das heißt, Lebewesen haben den Kalk aus dem Wasser aufgenommen, ihre Schalen und Gehäuse gebaut. Und wenn sie abgestorben sind, ist dieser Kalk zu Boden gesunken. Deswegen ist er sehr rein. Und dann ist das Ganze mit dem Kontinent hier hochgedriftet und liegt nun heute da, wo wir heute stehen. Fast jeder Krümel hier im Kreidebruch war Teil eines urzeitlichen Lebewesens. Die meisten mikroskopisch klein. Es gibt aber auch gut erhaltene große Einschlüsse und Versteinerungen. Von Muscheln, Seeigeln, Moostierchen oder Donnerkeilen. Das ist ja echt klasse. Das werden wir heute Abend wissen. Ja. Genau. Ein Armfüßer, keine Muschel. Hier im Inneren ist direkt ein Scharnier. Also ich habe Stücken, wo ich die Kreide rauspräpariert habe, die man nach 68 Millionen Jahren immer noch auf und zu machen kann. In jedem Kreideklumpen kann ein kleiner Schatz verborgen sein. Man sollte nur wissen, wonach man sucht. Als ich so am Strand war und habe hier die ersten Urlaube gemacht, habe ich sogar mal einen Seeigel gefunden und habe den Seeigel weggeworfen, weil ich gar nicht wusste, was das ist. Ich habe den Stein gesehen und habe so gedacht, hat sich einer einen Scherz erlaubt, ne, weil der so punktiert war. Und weil ich nicht wusste, was das war, habe ich es weggeworfen. Das wird mir heute nicht mehr passieren. Das Kreidemuseum Gummerns sitzt in einem alten Kreidewerk. Es erzählt von den Tieren im Urzeitmeer bis hin zur Geschichte des Abbaus auf Rügen. Und beherbergt eine große Sammlung. Viele Exponate hat Manfred Kutscher selbst präpariert. Aus dem Sammler ist ein Kreideexperte geworden. Man kriegt also Dinge zu sehen, die manchmal noch nie jemand vorher gesehen hat. Und wenn man hier sitzt und die Kreide nicht sammelt, na Gott, was soll man denn dann sammeln? Da muss man wirklich nur Briefmarken sammeln. Die Kreide ist berühmt.
Geadelt aber wurde das, was auf ihr wächst, der Buchenwald. Die UNESCO hat ihn zum Weltnaturerbe erklärt, weil die Buche so typisch und dominant ist für diesen Kontinent. Der Grund ist ein ganz einfacher. Die Buche ist seit der letzten Eiszeit auf dem Vormarsch. Sie hat in einigen Tälern in den Karpaten die Eiszeit überstanden und in 8000 Jahren einen ganzen Kontinent überrannt. Sie ist extrem durchsetzungsstark. Sie kann Standorte besiedeln wie sonst kein zweiter Baum und ist in der Lage, alle anderen Bäume zu verdrängen. Das nehmen wir kaum wahr, aber für ein Nicht-Europäer ist das was ganz Besonderes und deswegen hat die UNESCO diesen Wald zum Weltnaturerbe erklärt. Aus dem Totholz wächst ein neuer Spross. Der Waldkreislauf hier im Nationalpark Jasmund ist er seit langem ungestört. Für einen Europäer ist das ein schöner, uralter Buchenwald. Doch für den Rest der Welt ist er einzigartig. Die Steilküste Jasmunds reicht bis nach Sassnitz. Früher der zweitgrößte Fischereihafen der DDR. Und noch heute wichtig für die Kutter- und Küstenfischer. Vor allem Hering wird hier angelandet. $500 bringt dieses Schiff. Der Fang der letzten beiden Tage. Im Fischwerk Sassnitz-Mukran soll er verarbeitet werden. Direkt aus den Tanks wird der gekühlte Hering in die Fabrik gepumpt, wo er nur Minuten später, gewaschen und sortiert, in der Filetieranlage landen wird. Aus diesem rohen Fisch soll etwas Leckeres werden. Filets und Heringslappen, salzig, sauer oder eingelegt in süßen Marinaden. Halbfertige Waren für die Weiterverarbeitung, später in Fischkonserven und Feinkostwerken. Eurobaltic war bei seiner Inbetriebnahme 2003 das modernste und größte Verarbeitungszentrum in der ersten Verarbeitungsstufe für Hering in Europa. Und wir können hier mit Fug und Recht sagen, dass ein Großteil der Heringsprodukte, die es zum Beispiel in Deutschland in Supermarktketten, in Feinkostläden zu kaufen gibt, hier ihren Ursprung in unserem Fischwerk genommen haben. Wir sortieren den Hering nach Größen und er wird dann anschließend filetiert oder zu Lappen geschnitten, Filets mit Haut oder ohne Haut oder auch Filetstücken. Und je nach Kundenwunsch können wir hier produzieren, je nachdem, was gefordert wird. Jeder einzelne wird fotografiert. Der Rücken ist dunkel, der Bauch hell. So erkennt die Maschine, wie rum er liegt. Und liegt er falsch, wird er vollautomatisch umgedreht. Für den exakten Schnitt in der Filetiermaschine. Noch vor 30 Minuten auf dem Schiff und schon veredelt und in Lake schwimmend verpackt. Diese Filets gehen sofort weiter zum Großkunden. Andere Produkte reifen im Werk noch bis zu 4 Wochen in ihren Marinaden. Und wieder andere werden schockgefroren und tiefkühl gelagert. Bis auch sie weiterreisen, europaweit per LKW. Von Sassnitz aus an der großen Ostseebucht auf Rügen. Am anderen Ende der Bucht die mondänen Badeorte. Mit Binz, dem größten Seebad der Insel. Gleich nebenan Selin, im Wald hoch über dem Strand. Die Seebrücke ist neu aufgebaut, nach historischem Vorbild.
Baden in der Ostsee hat eine lange Tradition. So wurden aus kleinen Bauern- und Fischerdörfern schicke Seebäder. Als die ersten Badegäste nach Binz kamen, gab es noch keine Hotels. Also sattelten mutige Dörfler um und bauten die ersten Pensionen, die sogenannten Logierhäuser. Und diese Logierhäuser musste man preiswert bauen, man hatte nicht so viel Geld. Also nahm man einheimische Ziegel, die waren ein wenig anfällig, was die Feuchtigkeit betraf. So wurden sie verputzt und diese abgeputzten Kastenbauten, die wurden dann, weil sie freundlich grau waren, angestrichen. Wir sind auf Rügen, hier gibt es Kalk ohne Ende und so hat man also sein Haus, wie sagt man Volksmund, Appel und Nei, konnte man sein Haus anstreichen. Weiß wie Kalk und Kreide. Aufgehübscht mit Balkonen, Erkern und Türmchen. Ganz nach Fantasie und Geldbeutel der Bauherren. Das ist die Bäderarchitektur. Das Südostende Rügens. Mönchgut heißt diese nach Westen hin zerklüftete Halbinsel. Ihre sanften Hügel tief verzahnt im Meer. Mit kleinen Dörfern, Nährungshaken und verträumten Buchten. Um die Seeseite Mönchguts herum segelt die Johanna in den Greifswalder Bodden hinein. Die große Lagune zwischen der Südküste Rügens und dem Festland. Ihre Crew will nach Gaga, ein altes Fischerdorf auf Mönchgut. Schon im Mittelalter lebten die Menschen auf dieser Halbinsel vor allem von Landwirtschaft und Fischfang. Und noch heute prägen die kleinen Küstenfischer hier den Alltag. Eine recht ursprüngliche Welt. Und deshalb auch unter besonderem Schutz. Im UNESCO-Biosphärenreservat Südostrügen. Der perfekte Ort für die Nacht. Die Johanna liegt sicher und fest. Halbzeit auf dieser Reise. Und der Schiffer läutet einen gemütlichen Abend ein. Im Schein seiner alten Petroleumlampe. Das ist eine ganz besondere Lampe, die ich als 25-jähriger Junge am Amrumer Strand gefunden habe. Offenbar ist sie einem Fischer über Bord gegangen. Man sieht hier noch die Inzisur mit der Abnahmenummer. Und auch das Datum vom 18.04.71. Am nächsten Morgen. Die Ranger vom Biosphärenreservat Südostrügen sind unterwegs zum großen Stubber. Eine Sandbank mit Steinen knapp unter Wasser. Der Lieblingsplatz seltener Kegelrobben. Naja, sie wurden halt einmal fast ausgerottet und seitdem gab es halt ein Gesetz, dass die halt nicht mehr gejagt werden dürfen. Und seitdem wird halt beobachtet, ob die sich halt wieder vermehren oder halt weniger werden. Laura Giesche und Hannes Fischer sind Robbenbotschafter. Klar, da sehe ich doch ohne Fänger. Ja. Die beiden helfen den Rangern beim Monitoring. Und an Land erzählen sie möglichst vielen Menschen von den Brüllern der Ostsee. Für diesen Job haben sie richtig viel gepaukt. Das sind alles Kegelrobben. Zwischendurch verirrt sich auch mal ein Seehund, aber das ist eigentlich relativ selten. Sie haben einen kegelförmigen Kopf und sind eindeutig größer als Seehunde, haben eine andere Fellfärbung. Man muss immer gucken, weil oft sind viele unter Wasser. Falls einer abtaucht und wieder auftaucht, dass man ihn nicht doppelt zählt und dass man keinen vergisst, weil einer gerade unter Wasser ist, das ist schon komplizierter, muss man schon ein bisschen Erfahrung haben. Da hinten ist der Bulle wieder, der jetzt gerade zu hören ist. 21 Sichtungen und die Bedingungen heute vor Ort, notieren Laura und Hannes. Ihre Beobachtungen helfen, die Robben zu schützen. Der Bestand wächst wieder.
Das meiste, was wir bis jetzt gezählt haben, waren 64 Tiere. Und wir telefonieren nachher nochmal parallel mit der Insel Ruhn. Und dort besprechen wir dann mit den dortigen Mitarbeitern, ob da jetzt auch Tiere liegen, damit man wirklich mal hier stationär sagen kann, was heute hier los war. Hier im Greifswalder Bodden, dem Sonnenstudio der Ostseerobben. Also für mich ist auf alle Fälle das Schönste, wenn man jetzt halt rausfährt und so wie heute die halt auf den Steinen liegen und die halt richtig sehen kann. Ja. Wow. Die Insel Film. Einst Teil von Rügen. Und heute ein Urwald mitten im Meer. Erst lebten Einsiedler hier, dann kamen Maler und später hunderte Besucher am Tag, bis kein Platz mehr war fürs einfache Volk. Der Ministerrat der DDR hatte sich einquartiert mit Erich Honecker hier im Haus Nummer 2. Viel hat sich nicht verändert und Wasserhähne aus Gold gab es nicht. Das Privileg war, auf Film zu sein. Heute ist die Insel Sitz einer Naturschutzakademie. Also zu meiner Kinderzeit war die Insel ja nicht betretbar. Da war sie ja von der Führungsspitze der DDR besiedelt. Also nicht für jedermann. Ein Glück, dass sie unbetretbar war, sonst wäre sie nicht jetzt, wie sie jetzt ist. Dann wäre sie zertreten, zerlaufen. So bleibt alles an seinem Platz, das kommt und vergeht auch hier. So wie es in einem natürlichen Urwald, wie man sagt, eben ist. Seit fast 500 Jahren kein Holzeinschlag mehr. Leben und Tod der Natur überlassen. Aber Besucher dürfen wieder kommen. Allerdings nur auf geführten Touren. Und hier kann man den Kindern mal sehr schön nahebringen, dass auch Totholz noch bewohnt ist. Also man hat hier die Kotpastillen von den Fledermäusen, die diese alte Eiche hier als Sommerquartier nutzen. Und sich hier ein paar schöne Abende machen und ein paar Kilo Mücken wegfangen, was ja auch zu unserer Gunsten ist. Ein Inselidyll mitten im UNESCO-Biosphärenreservat Südostrügen. Film gegenüber, an der Küste Rügens, der Hafen Lauterbach. Hier werden Boote gebaut, die den Namen der kleinen Insel über die Meere tragen. Robuste Allwetterjachten für das raue Klima der Ostsee. Die Geschichte der Werft begann in den 60er Jahren mit einem Motorsegler. Also damals sind die Schiffe, ich sag mal, weltweit geliefert worden. Zu DDR-Zeiten, also bis 1990. Es sind nur zwei Schiffe in der DDR geblieben und ansonsten kam die Kundschaft aus ganz Europa. Das erste Schiff wurde in London ausgestellt. Skandinavien war ein hoher Absatzmarkt und eben Westdeutschland damals. Die soliden Yachten aus Mahagoni und Eichenholz brachten Devisen für die DDR. Der Vater des heutigen Werftchefs hatte den Betrieb auf die Beine gestellt. Nur der Rumpf ist heute aus modernem, glasfaserverstärktem Kunststoff. Ausgebaut wird er nach wie vor mit Holz. Bis daraus ein seegängiger Segler mit Komfort und gemütlicher Kajüte wird, braucht es Monate. Und sehr viel Liebe zum Detail. Gebaut werden die Boote auch heute noch für Segler aus aller Welt. Eines war sogar Yacht des Jahres in den USA. Eine große Anerkennung für die Männer der kleinen Bootsmanufaktur auf Rügen. Lauterbach mit seinem Hafen ist Ortsteil von Putbus,
nur wenige Kilometer landein. Die weiße Stadt mit dem Rondell. Gebaut nach dem Vorbild des Circus im englischen Badeort Bath. Putbus ist die jüngste Stadt auf der Insel Rügen, aber ihr ältestes Seebad. Gegründet 1810 als fürstliche Residenz von Wilhelm Malte I. Der hat dann mal einen Erlass gemacht, dass Bürger, er würde das Land und das Grundstück zur Verfügung stellen und dass Bürger sich hier ansiedeln könnten. Es müssten aber weiße Häuser sein und Rosen vor den Häusern. Und ja, und das hat er hingekriegt. Der Fürst zu Putbus entstammte einem uralten slawisch-rügenschen Adelsgeschlecht. Er war Kreidefabrikant, ließ Schiffe bauen und förderte die Kultur. Und seine Stadt. Und die erwacht gerade wieder aus ihrem Dornröschenschlaf. Das alte Badehaus strahlt bereits wie neu. Und auch das Schloss auf der Granitz. Den bewaldeten Höhenrücken, wohin der Fürst vor 200 Jahren zum Jagen ging. Dieses Schloss war ein gesellschaftlicher Hotspot auch, denn wir lesen zum Beispiel im Gästebuch von Kaiser Wilhelm, wir lesen das preußische Königshaus, Norwegen, Schweden und auch ein Paradies. So schreibt zum Beispiel Friedrich Wilhelm IV. An den Fürst, dass er unbedingt nach Rügen kommen muss, weil ja Wilhelm Malte zu Putbus das Unglück hätte, an einem so schönen Ort zu sitzen. Und dann hat er auch noch das Ungeschick gehabt, das zu einem wahren Paradies zu machen. Und so schreibt der König, so müssen wir bei Ihnen landen. Die Fürsten zu Putbus waren über Generationen hinweg leidenschaftliche Jäger. Und ihr Revier galt als eines der besten in Norddeutschland. Man muss nur den Mittelturm erklimmen, über die freitragende Wendeltreppe mit ihren 154 gusseisernen Stufen und das Jagdrevier der Fürsten liegt einem zu Füßen. Die Granitz, der Waldrücken mit dem Schloss obenauf. Es ist wirklich erstmal nur für die Jagd gedacht gewesen. Also die Gäste kommen hierher, waren vielleicht für ein, zwei Tage im Erdgeschoss untergebracht, Gesellschaften, auf die Jagd reiten mit dem Fürst zu Putbus und dann aber alle auch wieder weg. Und dann ist das Schloss wieder für sich. Wie heute, wenn das Museum schließt. Eigentlich einer der schönsten Momente hier. Es kehrt langsam Ruhe ein zum Abend. In Filmnitz soll der Stammvater derer zu Putbus seine Burg gehabt haben. Etwa um 1200, nahe dieser Kirche. Und in ihr ließen sich die Angehörigen seiner Familie bestatten. Über Jahrhunderte hinweg. Ihre Familiengruft unter dem Ostchor war 1860 geschlossen worden. Nachdem der Stadtgründer Fürst Malte und seine Ehefrau dort ihre letzte Ruhe fanden. Kürzlich wurde die Gruft restauriert. Auch einige der Sarkophage, der älteste von 1635. Von einer Familie, die an der Geschichte Rügens entscheidend mitgeschrieben hat. Die Reise geht weiter. Über Greifswald nach Usedom, der zweitgrößten Insel Deutschlands. Diesmal binnenwärts auf dem schmalen Peenestrom zwischen Festland und Insel. Und schließlich durch das breite, aber flache Achterwasser nach Heringsdorf, dem Kaiserbad kurz vor der polnischen Grenze. Die Johanna auf dem Greifswalder Bodden, die Insel Rügen Achtern, das Festland voraus.
Während Willem den Kurs hält, spielt Gerald den Smoothie unter Deck. Bei dem Wetter heute sind es bis Greifswald 3 Stunden gemütliches Segeln. Durch ein modernes Sturmflutsperrwerk geht es in den Rück hinein. Ein kleiner Fluss und der Schifffahrtsweg in die 5 Kilometer landeinliegende Hansestadt Greifswald. Wiek heißt dieser Ort. Für die Küstenfischer war er als Schutzhafen lange sehr wichtig. Die Holzklappbrücke wird bis heute per Hand bedient. Erst seit 1887 gibt es hier eine Brücke über den Rück. Gebaut im holländischen Stil. Der alte Kern des Fischerörtchens. Viele Häuser noch heute redgedeckt, mit engen Gassen dazwischen. Ein idyllisches Dorf, aber gefährdet durch Sturmfluten. Bei anhaltendem Starkwind aus Nordost drückt das Ostseewasser wie durch einen Trichter aus dem Bodden in den Rück hinein, auf Wiek und Greifswald zu. Ein Sperrwerk an der Flussmündung soll das künftig verhindern. Ein 27 Millionen teures Bauprojekt mit einem ausfahrbaren Schutztor in der Flussmitte. Gesteuert aus der Leitzentrale, die hier gerade entsteht. Und angrenzend werden die Deiche erhöht und verstärkt. Der Meeresspiegel steigt und auch die Wucht der Wellen. Einmal im Jahr, so rechnen die Experten, werden Wetter und See den neuen Küstenschutz herausfordern. Bisher war Wiek bei Sturmfluten immer mit am stärksten betroffen. 1872 hatte eine fast das ganze Dorf zerstört. Wenn dieser Deich mit dem neuen Wehr fertig ist, sollen Wiek und auch Greifswald dahinter endlich sicher sein. Wiek gehörte mal dem Kloster Eldena am Südufer des Rück. Seine Ruine inspirierte viele Künstler. Caspar David Friedrich malte sie oft und manchmal auch in ganz andere Landschaften Europas hinein. Im Pommerschen Landesmuseum in Greifswald kann man seine Sicht auf seine Heimat wiederfinden. Der Greifswalder Marktplatz, wie er ihn kannte. Greifswald gehörte zu den ersten Hansestädten. Und viele Spuren der folgenden Jahrhunderte sind heute wieder aufpoliert. Auch das Elternhaus von Caspar David Friedrich. Er galt als moderner Maler. Viele seiner Bilder konstruierte er geradezu. Skizzen halfen ihm dabei. Er schreibt sich auch ran oder kennzeichnet sich einfach den Lauf der Sonne. Also hier geht die Sonne dann wirklich, hier geht sie unter, dann hat er hier die Morgenposition, die Abendposition gekennzeichnet. Er hat eine Quadratur in seinen frühen Arbeiten mit darauf. Das gibt ihm einfach später die Möglichkeit, das proportional einzelne Teile oder die ganze Zeichnung zu vergrößern. Und er staffelt die Linien ganz fein übereinander. Also er hat ganz wenig Linien in dieser Zeichnung drin. Und damit schafft er wirklich das Typische, was eigentlich für den Norden ganz besonders ist, wirklich diesen weiten Blick, das schafft er in seinen Zeichnungen zu bannen. Seine Familie lebte hier um 1800 vom Seifensieden und Kerzenziehen. Das Geschäft lief gut. Ihre Seifen exportierten sie per Schiff bis nach Skandinavien und Amerika. Caspar David war das 6. von 10 Kindern und musste mithelfen. Bekam aber von seinem Vater eine Kunstausbildung finanziert. Die Werkstatt übernahmen später seine Brüder. Damals gossen sie die Lichte aus Talg in Glasformen, so wie heute noch. Hier im Friedrichhaus. Friedrich hat früher 2 Sorten Kerzen hergestellt. Einmal die Altarkerzen, die waren aber allerdings so lang, denn er hat hier die 3 großen Kirchen mit Altarkerzen beliefert und einmal die Haushaltskerzen. Die Haushaltskerzen wurden aber auch nicht immer angezündet, nur zu bestimmten
Zeiten, wenn Geburtstag war oder Weihnachten oder wenn sie abends einen Brief geschrieben haben. Ansonsten waren sie sehr sparsam, sind früh ins Bett gegangen und sind auch früh wieder aufgestanden. Wenige Kilometer östlich von Greifswald, die Nordspitze Usedoms, wo der Peenestrom in die Ostsee mündet. Ein schmaler, sich schlängelnder Meeresarm, der die Insel Usedom vom Festland trennt. Und hier an seiner Mündung, im Örtchen Freest, machten Fischer vor fast 100 Jahren aus ihrer Not eine Tugend. 3 Jahre lang durften sie nicht fischen, weil sich die Fischbestände erholen sollten. Keine Arbeit, kein Geld. Doch ein Landrat hatte die Idee. Geübt und geschickt im Netzflicken könnten die Männer doch Teppiche knüpfen. Webstühle wurden extra entwickelt, die in die kleinen Karten passten. 52 Fischer setzten sich ran, in Heimarbeit. Und ihre Teppiche waren begehrt. Meist als Wandbehänge in allen Größen. Noch heute gibt es einige in Kirchen und Museen. Helga Grabo hat einen der alten Webstühle retten können. Und das Handwerk. Allerdings ist sie die Letzte im Dorf, die es beherrscht. 2 Fäden, ein Hinterfaden, ein Vorderfaden. Und den Hinterfaden wird einmal so rumgelegt, dass sie überkreuzt ist. Und der Vorderfaden liegt zwischen die beiden Wollenden. Und dann geht's runter. Gar nicht schwer. So langsam jedenfalls. Nur Geduld sollte man haben. Fast 60.000 Knoten für einen Quadratmeter Teppich. Das Muster entwirft Helga Grabo selbst. Meist nimmt sie dafür Motive aus der Region. Das sind noch die traditionellen Motive von den Fischen. Und auch die Schafwolle wählt sie wie früher in herben Farben. Blau steht zum Beispiel für Himmel und Meer, braun für das Holz der Schiffe, Ocker für den Sand am Strand. Die Freester Fischerteppiche. Jeder ist ein Unikat. Gegenüber vom Freester Strand, auf der Nordspitze der Insel Usedom, liegt Peenemünde. Und hier stand während des Zweiten Weltkrieges eines der modernsten Technologiezentren der Welt. Die Heeresversuchsanstalt Peenemünde. Für manche heute die Wiege der Raumfahrt, errichtet zu einem einzigen Zweck, zur Entwicklung und Erprobung neuer Waffentechnologie. Die bekannteste ist natürlich die Rakete, das Aggregat 4, dann im Kriegseinsatz die Vergeltungswaffe 2 genannt. Das ist die erste funktionsfähige Großrakete der Welt und damit auch das erste menschgemachte Objekt, das je den Weltall erreicht hat. Die Reste einer Rüstungsstadt aus mehreren hundert Gebäuden. Gesprengt nach dem Krieg. Bis zu 15.000 Menschen täglich arbeiteten hier. Wissenschaftler, Ingenieure und tausende Zwangsarbeiter, Kriegsgefangene und KZ-Häftlinge. Eine riesige, menschenverachtende Maschinerie für die Raketenproduktion. Und auch die Forschung hatte industriellen Fließbandcharakter. Tausende Menschen beteiligt an einer Erfindung. Das war neu. Und dieses Monströse des Nationalsozialismus sieht man hier in diesen Gebäuden. Und mit diesem Fließbandcharakter ist natürlich auch ein Stück Verlust von Verantwortung verbunden. Ich bin nur ein Rädchen im System. Und darüber kann man sich natürlich der Verantwortung für das, was man tut, auch ganz bequem entziehen. Wie dicht beieinander damals Nutzen und Risiken von Wissenschaft und Innovation lagen, das sind die Themen hier im alten Kraftwerk, dem Historisch-Technischen Museum Peenemünde. Usedom.
die Sonneninsel Deutschlands. Zwei Brücken führen vom Festland hinüber. Ziel der meisten Besucher ist der Strand. Über 40 Kilometer am Stück. Die komplette Seeseite der Insel. Auf ihrer Binnenseite eine große Lagune, die Achterwasser heißt. Mit Halbinseln und verträumten Buchten. Selbst zur Hochsaison findet man hier im Hinterland noch viel Ursprüngliches. Früher Morgen am Stützpunkt Karlshagen im Norden der Insel. Die Männer vom Wasser- und Schifffahrtsamt machen ihren Tonnenleger klar. Das Seezeichen Motorschiff Oi. Im Usedomer See wollen sie Fahrwassertonnen auswechseln. Zum Usedomer See fahren sie rund 20 Kilometer den Peenestrom aufwärts nach Süden, zwischen Insel und Festland hindurch. Der Peenestrom ist einer von drei Mündungsarmen, durch die die Oder dem Meer zufließt. Der Grenzfluss zwischen Deutschland und Polen. Wolgas Steuerbords, die Peenewerft. Sie gibt es seit fast 70 Jahren. Praktisch die gesamte Flotte der DDR-Volksmarine war hier auf Kiel gelegt worden. Und eine Marinewerft ist sie noch heute. Jetzt sind die Männer vom Tonnenleger dran. Ihre Kollegen brauchen Hilfe. Nachrichtentechniker reparieren die Signalanlage auf der Zecheriner Brücke. Danach muss sie neu eingemessen werden, vom Wasser aus. Wir laufen die an. Dort sind drei Lampen dran, zwei rote und eine weiße. Und diese Federn, die diese Lampen dort halten, sind verschlissen, setzen neue ein. Und dann fahren wir sozusagen die Lichter ein, nennt man das. Also dann wir ranfahren und denen sagen können, sie ist da richtig eingestellt, nicht? Also die Lampe hin und die Leute da hinten hin und keiner sieht sie. Ne? Signale für Schiffe, die durch die Klappbrücke müssen. Ich bin im Fahrwasser, die Lampe müsste von mir aus weiter nach rechts. Von dir aus weiter nach rechts, ja, aber ich glaube, du musst auch ein bisschen weiter zurück, ne? Ist gut so. Testlauf erledigt. Es geht um die Sicherheit für die Schifffahrt. Dafür muss das Wasser- und Schifffahrtsamt sorgen. Und die Tonnen gehören dazu. 1200 allein an der Küste Mecklenburg-Vorpommerns. 120 davon sind diesem Tonnenleger zugeteilt. Die Fahrwassertonnen sind ja dazu da, das Fahrwasser zu bezeichnen. Innerhalb der Tonnen rot und grün. Das ist genau wie auf der Straße die Balken, die an der Seite stehen, dazwischen sollte man fahren, nicht daneben. Ja, wir verlassen jetzt den Peenestrom, biegen bei der PN114 ab in den Usedomer See. Der See ist eigentlich eine Bucht und trügerisch flach. Zur Stadt Usedom führt aber eine 2 Meter tief ausgebaggerte Fahrrinne, die neue Tonnen braucht. Jetzt wird's ernst. Der Käpt'n manövriert die Oi auf Armeslänge an die Tonne heran und muss dabei in der Fahrrinne bleiben. Sein Schiff hat zwar nur 1,20 Meter Tiefgang, doch hier, gleich neben dem Fahrwasser, könnte sogar ein Angelkahn aufsetzen. Das ist Präzisionsarbeit, auch von der Decksmannschaft. Die alte Grüne muss raus, weil sie stark bewachsen ist und nicht mehr in ihrer Farbe leuchtet. Das macht es schwer, sie von Weitem oder bei schlechter Sicht zu erkennen.
Jede Tonne ist in der Seekarte eingezeichnet. An einer ganz bestimmten Stelle mit einer ganz bestimmten Funktion. Auch diese U3, die die alte ersetzt. Vom Schiffsführer abermals präzise auf den Punkt manövriert. Es ist ja wichtig, dass die Tonnen auch in ihrer Position liegen, wie sie liegen sollen. Jeder andere, der hier fährt, mit seinem Boot, Motorboot oder Segelboot, der soll sich auch darauf verlassen können, dass sie da auch sind, wo sie hingehören. Nicht irgendwo, sonst hat es ja keinen Sinn. 5 Jahre etwa bleiben die Tonnen nun liegen. Dann kommt die Crew der Oi wieder, zum nächsten Wechsel. Hier, direkt vor dem Hafen der kleinen Stadt Usedom, von der die Insel ihren Namen hat. Ein verschlafenes Städtchen. Kaum zu glauben, dass im Mittelalter hier die Herzöge von Pommern residierten. Es nennt sich das südliche Tor zur Insel. Früher kam die Bahn vom Festland hier rüber, mit tausenden Urlaubern. Schnellzüge direkt aus Berlin. Und Strohwitwerzüge, die samstags Männer von der Arbeit zu ihren Familien ans Meer brachten. Über den Peenestrom führte die Hubbrücke Karnin. Nur dieser Koloss blieb von ihr nach dem Krieg. Das Ziel der Urlauber waren die 3 Kaiserbäder Ahlbeck, Bansin und Heringsdorf. Die Seebrücke in Ahlbeck ist die älteste Deutschlands, das Wahrzeichen Usedoms. Seit 1882 an ihrem Platz, dem oft rauen Seewetter und Eisgang trotzend. Ein neuer Captain hat hier das Ruder übernommen. Ich habe Sommersaison in Griechenland gemacht, ich habe Wintersaison in den Alpen gemacht. Ich habe viel, viel erlebt. Und was kann es Besseres geben, als die älteste Seebrücke Deutschlands zu übernehmen und die als Gastronom zu betreiben? Jeder kennt in Deutschland, näher an der Ostsee wie wir, geht eigentlich auch nicht mehr. Es macht irrsinnig Spaß, täglich da das Wetter draußen zu sehen und direkt über der Ostsee das Rauschen. Es ist für mich, ich würde sagen, der schönste Arbeitsplatz der Welt eigentlich. Der Badebetrieb begann hier vor 200 Jahren. Es folgten Logier- und Kurhäuser, Hotels und Badeanstalten. 1907 zählte Ahlbeck schon 16.000 Badegäste, darunter viel Prominenz und Adel. Auch Seine Majestät, Kaiser Wilhelm II. Und dieses Gefühl von Urlaub haben wir beide auch, wenn wir hier weilen. Und das stimmt uns immer so froh. Die Monarchie geht baden mit Majestät voran. Doch keiner kommt zu Schaden, weil der Kaiser schwimmen kann. Ja. Und heute Hallo. Ist er der Ehrengast auf den Heringsdorfer Kaisertagen. Und wer Lust hat, schließt sich seinem Gefolge einfach an. Natürlich ordentlich in Schale geworfen. Im Kleiderfundus des Usedomer Kleinkunstvereins. Das ist ganz gut. Jetzt kann man es verstehen, warum die eine Zofe brauchten. Also man belächelt das immer so, dass sie sich jemanden geholt haben zum Anziehen oder zwei. Aber es ist schon klar, jetzt alleine ist nicht. Einheimische und Urlauber auf einem Zeitsprung. Zurück in die Vergangenheit, als das Flanieren noch wichtiger war als das Bad im kalten Ostseewasser. Erst 1923 gab es die erste Freibadeerlaubnis. Endlich durfte man auch außerhalb der Badeanstalten ohne Blickschutz ins Meer schwimmen gehen. Badekarren waren out. Jetzt kam die Bademode. Und hingucken war gewollt. In den 40er Jahren kam es doch sehr auf die Wolle drauf an. Diese Dame zeigt uns aus den 40er Jahren ein italienisches Modell. Pure Wolle mit wunderschön gehäkelten Trägern. 50er Jahre waren ja angesagt mit sehr viel Farbe, mit angesetzten Röckchen. Also das war eine ganz tolle Mode, die 50er Jahre. Und ich glaube, wenn das so weitergeht, die 50er Jahre, kommen irgendwann mal wieder solche tolle Kleidung. Und dieser tollen Kleidung
rennt Jürgen Kraft mit Eifer hinterher. Er sammelt Bademoden. Ja, manche sagen, es ist vielleicht ein verrücktes Hobby. Irgendwie mal hatte ich im Wühlen vom Wäscheschrank von meiner Oma einen alten Elastikbadanzug gefunden. Und habe ich gesagt, oh Gott, wie hässlich ist der bloß. Ne? So, und habe gesagt, und im Endeffekt aber habe ich mir gesagt, Mensch, hässlich, aber vielleicht irgendwann mal finden den bestimmte Leute auch sogar schön. Das war so ein bisschen so eine Initialzündung. Und dann habe ich überlegt, Mensch, jetzt könnte man ja vielleicht mal auf irgendwelche verrückten Badeanzüge mal oder nach verrückten Badeanzügen mal Ausschau halten. Ne? Und dann interessiere mich auch für die Geschichten, die an den Badeanzügen hängen. Und das sind ganz tolle Geschichten mit dabei. Und ich denke mir, es ist Tradition und Geschichte. Und Tradition und Geschichte passt ja eigentlich auch ganz gut im Prinzip zu diesen Kaiserbädern. Wie die Strandkörbe. Zum Beispiel der Normalo für zwei. Oder gleich in XXL. Der größte der Welt soll er sein. Gebaut in Heringsdorf. In der wohl ältesten Strandkorbmanufaktur in Deutschland. Vom rohen Holz bis zur geflochtenen Haube, alles geschieht in Handarbeit. Wie im Gründungsjahr 1925. Der Sitzkorb eroberte gerade die Strände. Seitdem hat sich das Möbel noch ganz woanders ausgebreitet. Heute wollen ihn viele im Garten haben, für die Lounge im Büro oder als Würstchenbude. Natürlich immer als Unikat. Die wahren Künstler bei uns sind eigentlich die Tischler, weil sie müssen ja die Unterkonstruktion bauen für Ideen, die die Kunden entsprechend haben. So, und hier besprechen wir das dann eben auch. Wir haben kein CAD-System, wir haben keine Elektronik dabei, sondern wir machen das, übertrieben gesagt, immer auf der Serviette. Ne? Am Bierdeckel nicht, aber auf der Serviette. Und haben auch Konstruktionszeichnungen, die wir mit dem Bleistift zeichnen. Stimmt die Konstruktion, muss sie erst mal abtauchen. Ob Kiefer oder Eiche, so wird das rohe Holz wetterfest und haltbar. Und Farbe kriegt es auch gleich ab. Ein Rostocker Hofkorbflechter gilt als Erfinder des Prototyps. Ein Einsitzer, den später auch einen aufrecht stehenden Wäschekorb nannten. Die heute sind schicker. Flinke Hände sind aber immer noch gefragt. Jetzt ein Zweisitzer, da brauchen wir schon 8 Stunden. Eine Person komplett. Die Seitenteile Bock und normale Kappe. Und PVC weiß. Ne? PVC, Robust oder pflegeleichtes Polyrattan. Breit, rund, in weiß, Natur, blau oder grün. Kombiniert mit gestreiftem oder kariertem Stoff. Polster und Kissen noch oben auf. Tausende Varianten für einen Sitzkorb, der eigentlich nur vor Wind schützen soll. Oder doch mehr? Das, was wir hier sehen, ist nicht unbedingt so das Allerneueste, was wir machen, aber bei den elektrischen Komponenten, da gibt es ja auch viele Veränderungen, sodass wir da immer wieder ein bisschen was Neues einsteuern. Und beim Licht machen wir es schon, haben wir uns schon weiterentwickelt, aber Musik wollen wir uns auch noch weiterentwickeln. Der Hightech-Korb mit Musikanlage, Sitzheizung und Kühlschrank. Dafür sollte man schon einige tausend Euro übrig haben. Und das ist längst noch nicht alles. Unsere aktuellen Herausforderungen waren, eine ist schon abgearbeitet, barrierefreie Strandkörbe als Einsitzer, Zweisitzer, Dreisitzer. Eine neue Anforderung eines Kunden ist Schlafen am Strand, im Strandkorb verbunden mit einem Bett und das Ganze dann wetterfähig, sodass, wenn es regnet, dass dir die Regentropfen nicht auf die Nase fallen. Macht Sinn. Denn die Ostsee kann auch stürmisch. Die Crew der Johanna hat das Achterwasser erreicht. Die große Lagune des Peenestroms. Eigentlich geschützt zwischen Festland und Insel. Und doch tückisch und flach mit vielen Untiefen. Viel Wind für die Johanna. Ein ungemütlicher Turn. Schiffer Wilhelm sucht Schutz in einem der Häfen. Die gibt es nur an den inneren Gewässern. Ein Handicap, mit dem die Fischer auf der Seeseite Usedoms seit Jahrhunderten kämpfen müssen.
Die Boote der Strandfischer liegen auf Sand, den die Ostsee anspült. Unentwegt. Toll für die Badegäste, blöd für die Fischer. Ein Hafen würde hier ständig versanden. Bleibt nur der salzwasserrobuste Traktor und ein starker Diesel im Kutter für den Ritt über die Sandbänke und durch die Brandung. Geschafft. Zweimal am Tag geht das so. Abends bringen sie die Netze raus und morgens den Fang rein. Im Frühjahr Hering, dann Aal und Dorsch und im Sommer vor allem Steinbutt und Flunder. Ihr Fangplatz mit den Stellnetzen ist schon in Sicht. Sie müssen fast 1,5 Kilometer Netz einholen. Viel Arbeit. Doch Familie Krüger will festhalten am alten Handwerk. Auch wenn ihnen die Quotenregelung das heute schwer macht. Alleine von der Fischerei kann man hier nicht mehr existieren. Wir haben nach der Wende, wo unsere Genossenschaft an Insolvenz ging, haben wir unsere Fischerhütte aufgebaut und vermarkten unseren Fisch alleine. Ein guter Tag zum Fischen heute. Allerdings sind die Krügers die einzigen hier draußen. Denn die kleinen Küstenfischer drohen auszusterben. Früher waren wir 200 Fischer in Alvik und heute sind in Mecklenburg-Vorpommern noch 270 Fischer. Es ist so, wir wollen die Tradition erhalten. Wir haben uns auch noch mal ein Holzboot bauen lassen. Ich hoffe ja, dass mein Enkelsohn auch noch mal den Beruf weiterführen wird. Dann wäre es ja mittlerweile die 8. Generation, also wir sind schon durch und durch Fischer, ne? Und leben eigentlich für diesen Beruf. Aber hat er überhaupt noch eine Chance, den Beruf auszuüben? Ein Gewitter zieht auf. Jetzt schnell zurück zum Strand. Denn Gewitter heißt auch Wind und Wind wühlt das Meer auf. Man muss als Strandfischer immer die Brandung mitberechnen. Man kann nicht bei jedem Wetter fahren. Wenn man aus einem Hafen rausläuft, dann ist es kein Problem. Aber du musst immer ab und ran an Land, wieder durch die Brandung. Und die ist heikel. Auch wenn die Fischer jeden Stein unter Wasser und jede Sandbank kennen. Viele Boote sind hierbei schon quergeschlagen und gekentert. Ein Strandfischer landet seinen Fang an. Das war mal der Alltag hier auf der Insel. Zur gleichen Zeit in Zinnowitz. Alarm bei den Seenotrettern. Der Hecht muss ins Wasser. Auch das Boot der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger hat keinen Hafen. Nur eine Garage wie die Feuerwehr. Ein Einsatz auf der Ostsee im Norden der Insel. Diesmal nur eine Übung. Wir sind innerhalb von 20 Minuten am Strand und demzufolge auch recht schnell im Wasser. Es ist gar nicht mal so selten, dass hier einer bei schwerer See wie auch immer über Bord geht. Und ja, dann sind wir zur Stelle, hoffentlich rechtzeitig. Ein Katamaransegler ist gekentert. Die Männer haben auch schon Fischern und Schiffern aus der Not geholfen, Badegästen und Anglern. Hier auf der Ostsee und auch binnenwärts im Achterwasser. Zwei völlig unterschiedliche Einsatzreviere. Da ist der Katamaran, absichtlich gekentert. Von Profis aus der Segelschule am Strand. Die perfekten freiwilligen Opfer für die Seenotretter.
Sie trainieren oft zusammen, denn Routine ist wichtig. Und jetzt schnell zum Land. Flach gebaut, mit Jetantrieb, braucht der Hecht nur wenig Wasser unterm Kiel. Mit der Bergeplattform voraus kann er den Geretteten direkt am Strand absetzen. Nun muss nur noch das Rettungsboot zurück in die Garage. Mit Schmackes. Was soll man machen ohne Hafen? Ab jetzt wird's aufwendig. Der Hecht soll rückwärts auf den Trailer. Bei Alarm muss er mit dem Bug voraus starten können. Sandkastenspiele. Erstmal weg vom Wasser und dann drehen. Bootfahren, Bergung und erste Hilfe. Seenotrettern wird viel abverlangt. Wir machen es auch in mehreren Generationen, familienmäßig schon. Ja, und die Mannschaft ist eigentlich alles Freiwillige. Wir haben im Bahnleben doch einen Job. Ja, warum macht man das? Man hat da irgendwie ja, eine Zufriedenheit, eine innerliche Zufriedenheit. Und es ist schon schön, wenn man sieht, jawohl, man hat ihnen geholfen und da kommt ein Lächeln zurück bei den Leuten. Das ist schon schön. Und das ist der große Bruder vom Hecht. Seine Besatzung rettet hauptberuflich. Stationiert ist sie auf der Greifswalder Oi, eine Insel draußen auf offener See. Für den kurzen Weg, wenn Fischkutter, Sportboote oder Fähren in Not geraten. Rund 50 Einsätze fahren sie im Jahr, zu dritt an Bord. Ihr Captain heißt Fuhrmann. Fuhrmann, das rührt noch aus der Zeit her, als die Seenotretter noch mit Ruderrettungsbooten unterwegs waren. Und da war der Fuhrmann der Einzige, der nach vorne geschaut hat. Denn alle Ruderer sitzen ja verkehrt rum im Boot und die wussten nicht, wo es hingeht. Daher der Begriff, das ist die Erklärung, die man so hat. Ihre Insel, das Helgoland der Ostsee, 12 Kilometer weit vom Festland weg. Die Eiszeitgletscher haben sie hier mitten im Meer liegen lassen, der Heimathafen des Seenotkreuzers Eugen. Die Oi war Sommerweide, Fischerhafen und Bauernland, später auch Startrampe für die Peenemünder Raketen. Und zu DDR-Zeiten machten hier die Grenzsoldaten fest. Was sich aber nicht geändert hat, seit Jahrhunderten schon helfen Menschen von dieser Insel aus Schiffbrüchigen und in Seenot geratenen. Heute ist der kleine grüne Hügel Natur- und Vogelschutzgebiet. Und neben den Vogelwärtern wohnen nur noch die Seenotretter hier. Wir sind klar P3, heute ohne Wetterzahlen für euch. Dann schöne Wache noch nach Bremen. 14 Tage rund um die Uhr Wache, dann 14 Tage zu Hause. Für die Eugen-Crew ist das prima. Die Seenotretter kommen ja aus der Seefahrt. Und in der Seefahrt ist 14-14 ein Traumrhythmus. Die meisten von früher, also ich kenne das aus der Fischerei, da wurde gefahren, solange wie Wetter ist. Da gab es auch keinen, jetzt fahren wir eine Woche und dann sind wir wieder da. Da wurde so lange gefischt, wie die Quote das hergab oder wie das Wetter das zugelassen hat. Und bei den Großen, da fährt man 3 Monate oder noch länger. Früher bei der Fischerei 120 Tage auf See, noch länger teilweise. Und da ist 14-14 ein sehr guter Rhythmus. Das heißt aber auch 2 Wochen ohne Pause in Alarmbereitschaft, eng aufeinander hockend. Man muss sich auch menschlich verstehen. Das ist was ganz, ganz Wichtiges. Wir sagen immer, wenn jemand fachlich was nicht richtig kann, das kann man ihm beibringen. Wenn man menschlich nicht miteinander umgehen kann, das funktioniert dann nicht. Eine Männerpension auf einer einsamen Insel. Vor Usedom hat sich der Sturm der letzten Tage verzogen. Er hat den Grund der Ostsee aufgewühlt. Bernsteine könnten nun angespült werden.
An solchen Tagen ist Thomas Reich mit seinem Kescher unterwegs. Er ist Bernsteinfischer. Zugegeben, heute hat er ein wenig geschummelt. So viele Brocken gehen nur selten auf einmal ins Netz. Für mich ist es schön, wenn ich Bernstein jagen gehe, dann bin ich dabei. Dann bin ich echt dabei, dann ist auch alles andere uninteressant. Und dann konzentriere ich mich auf die Jagd nach den Tränen der Götter. Und das ist für mich eigentlich so mit einer der schönsten Freizeitbeschäftigungen. Seit 40 Jahren jagt er schon. Da hat sich viel angesammelt. In seiner Werkstatt macht er etwas draus. Zumindest aus den meisten Steinen. Gibt schon so 2, 3 Lieblingssteine, die ich habe. Die gebe ich nicht her. Die schwersten, die gebe ich eh nicht her. Das ist dann, ja, immer so eine Sache, das ist so, da freut man sich so doll, wenn man so einen richtig, also man freut sich zu jedem Stein, aber wenn der Stein dann schon über 100 Gramm hat, dann ist das schon mal was Seltenes und dann, nee, da hängt dann das Herz doch noch ein bisschen dran. Mit baltischen Bernstein wird seit Jahrtausenden gehandelt. Überall auf der Welt. Als Schmuck, Brenn- und Heilstein. Man wog ihn mit Salz auf und mit Gold. Der Stein hat noch Verwitterungskruste obendrauf. Die, wenn wir die dann wegschleifen, wird er auch sehr schön blank werden und ist auch ein ordentlicher Brocken. Brocken, aus denen der Sammler Schmuck und Skulpturen kreiert. Kombiniert auch mit Treibholz und Fossilien vom Strand. Genau genommen ist Bernstein ausgehärtetes Harz. Ein weiches Material, das sich leicht bearbeiten lässt. Ich mag den Geruch beim Schleifen hier. Das ist ganz eigen. Der hier riecht schön würzig, so ein bisschen leicht nach Zitrone. Andere Steine riechen dann nach Omas Hustenbonbon. Bei dem Stein habe ich jetzt nur eine Seite scharf anpoliert. Der Rest ist, oder beim Rest habe ich versucht, den so roh zu belassen, wie er war. Man sieht hier noch schön die Verwitterungskruste. Ich finde es schön, wenn so ein bisschen Natur erhalten bleibt und das Ding nicht aussieht, als ob es jetzt gerade aus der Fabrik kommt. Vor Millionen Jahren aus wunden Nadelbäumen geflossen, dann tief im Grund der Ostsee verschüttet und nun wieder aufgetaucht. Die Tränen der Götter. Das Baltische Meer. Seit Jahrtausenden hält es die Menschen in seinem Bann. Im Land zwischen Belt und Bonn.